Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Gutes Matchmaking hier. Passt ziemlich genau vom MMA her. So wünsche ich mir das. So. Was nehmen wir ein schönes? Marksman mit Phönixen dabei. Eher nicht. Kann man aber doch schon spielen. Ah, Giant halte ich für sehr schwach aktuell. Quicksilver mag ich eh gar nicht. Eine Kombination ist auch schlecht. Rhino mit Sledgehammer und Arclight. Ist auch nicht optimal. Wir nehmen es mal. Wahrscheinlich hätte ich lieber den Marksman nehmen sollen. Gut. Chuffkli habe ich auf jeden Fall genug hier, hätte ich gesagt. Ich würde tatsächlich einfach mal... Was hat er denn überhaupt? Aerial SPC. Okay, wenn er das machen will, dann macht das halt. Also wenn er das ausspielen möchte. Wir können jetzt einfach einen Phoenix reinhauen, dann gewinnt er die erste Runde. Das ist okay für mich. Weil ich gerade überlege. Ich könnte auch Fangs dazustellen auf die Außenbahn. Wäre auch okay. Dann hätte ich da quasi auch schon einen Schutz gegen mögliche Flanken mit Wespen oder so ein Käse. Wie machen wir das? Es ist wie gesagt schwierig, ne? Im Endeffekt, ja, wie man es macht, ist falsch. Wichtig ist, dass der jetzt auf Crawler schießt, das wird er auch tun. Man muss die Fangs da links beschützen. Schützt natürlich keiner. Die Fangs hier werden wahrscheinlich dann eher entscheidend sein. Aber das ist ein Problem. Er hätte hier auf die Fangs, auf die Crawler mit schießen müssen, macht er aber nicht. Und dadurch sind die Crawler nicht gestorben. Und die werden mich jetzt hier noch das Spiel kosten. Beziehungsweise die Panzer kosten mich echt das Spiel in Kombination mit den Phönixen. Also eigentlich waren es vor allem die Phönixe. Aber nicht gelevelt immerhin. Okay. Das ist nicht so schlimm. Alles nicht so schlimm. So, die Frage ist halt, wie man es hier weitermacht. Ich würde mal sagen, hiervon brauche ich nichts. Ich brauche halt irgendeine Form von Luftabwehr, keine Frage. Und ich brauche mehr Chaff. Eigentlich auch keine Frage. Problem ist, ich muss aber auch hier gewinnen. Ich glaube, ich hole Artillerie. Nicht nur, aber auf jeden Fall auch. Die müsste ich ja so hinstellen dürfen. Die Frage, schaffe ich das hier ohne Chaff oder nicht? Bin mir gerade gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Egal, wir nehmen mal noch eine Arti mehr mit. Packen die auch noch ein bisschen mehr nach außen. Bin mir gerade unsicher, ob das schlau ist. Er setzt auf mehr Stormcaller. Ja gut, nächste Runde muss ich Luftabwehr holen, ne? Vielleicht kommt auch was in der Reunit-Card-Geschichte, ne? Auch mal eine Möglichkeit. So wichtig wäre es, dass der diesmal nicht auf... Oder dass der schnell stirbt, der eine. Dass der schnell stirbt, damit der Arclight... Okay, der Dings hilft. Okay, jetzt überleben zumindest ein paar. Ist sich auf der anderen Seite überrannt. Ja, geht's nicht genug. Collision.
Die Runde geht wieder an ihn, keine Frage. Es ist einfach gut, ein paar Phönixe zu haben, keine Frage. Gewinnt er jetzt ein paar Runden for free. Und ich verliere sie dementsprechend. Da will man einmal die Free Unit Cards haben, dann kommen sie nicht. Level 3 würde 400 kosten. Ne, 5, doch 400, ja. Also würde mich der in Summe 500 kosten. Ne, will ich nicht. Okay, hat Full Carry Upgrades dabei. Leider. Ja, ich nehme mal den Underground mit. Ich denke, ich kann es mir leisten. Ich hole auf jeden Fall einen Phönix dazu. Ich wollte eigentlich Crawler mal endlich freischalten. Kann ich jetzt gar nicht. Ist halt so. Wir wollen wir noch einen weiteren. Dang. Und den lassen wir als Late Fang hier rein eiern, hätte ich gesagt. Er holt mir Panzer. Ist auch die Crawler einfach defensiv ein. Also ähnlicher Gedanke wie ich. Drüben verliere ich natürlich hart, keine Frage. Jetzt kommen auf Pre-Unit Cards, das heißt mit hoher Wahrscheinlichkeit kommen Scorpions. Ich lege gleich einen Debuff rein, das ist nicht so cool. Ja, das ist überhaupt nicht cool. Es klappt überhaupt nicht, gerade das Spiel. Aber ich glaube, ab jetzt wird es besser. Nein, schon. Die Rhinos sind halt kacke, oder? Ich glaube, die sind kacke. Wir machen das einfach mal so. Ich kann mal überlegen, ob ich meinen Rhino einfach verkaufe, ehrlich gesagt. Ich mache es erstmal nicht. So. Den lassen wir ruhig mal von hier einfach reinlaufen. Mit Schaff clear. Ich überlege tatsächlich, ob ich den jetzt hier drüben reinpacke. Ich kann erstmal das hier aufstellen. Weil hier habe ich zumindest noch ein paar Fangs stehen. Und schalte auf jeden Fall Crawler noch frei. Will ich die Arclights leveln? Ich glaube nicht. Okay, er setzt auf die Lufteinheiten. Kann er natürlich machen. Also ich brauche definitiv mehr Schaffen noch. Oder? Im besten Fall. So, jetzt die Frage, kriegt mein Phoenix, kriegt mein Level 3 Scorpion einen Schuss in auf dem Zielbord draufstehen soll? Die Antwort ist bisher nein. So ist ein komplett nein. Meine Phönixe sind alle tot.
Also es ist absolute Katastrophe, wie das hier läuft bisher. Das einzige Problem sind die Lufteinheiten, ne? Und jetzt stelle ich mir die Frage, hätte ich vielleicht einfach nicht auf wenigstens setzen dürfen? Hätte ich vielleicht doch einfach den Marksman-Weg gehen müssen? Orbital ist für beide sehr stark, hätte ich gesagt. Wir packen das mal hier hin. Halt auch keine Runde, wo man weitere Phönix adden will, ehrlich gesagt. Problem ist, wenn ich das halt nicht mache, habe ich halt auch ein Problem. Schaftklee ist ein Problem, ne? Hatte ich auch gesagt. Ja. Ich habe tausende Probleme auf gut Deutsch. Entscheidungen müssen getroffen werden. Ich glaube, es ist nicht die beste Entscheidung, aber es ist jetzt die, die ich treffe. Einfach aus Zeitmangel. Ja, ich glaube, es war keine gute Entscheidung. Orbel trifft leider nicht wirklich gut. Ein einziger ist erst als der Phönix gestorben. Ist okay, ne, meint, ist okay gewesen. Ja, Draft hier ist ein Problem nach wie vor. Meine Sachen locken alle auf die falschen Einheiten ein. Es läuft besser für mich. Debuff relativ gleichzeitig. Ich ein bisschen später, was eher ein Vorteil ist für mich, aber ist auch kein Riesenvorteil. Ja, aber alle Phönixe down, Runde verloren. Schade. Vielleicht kriege ich die Panzer wenigstens noch tot. Also einfach nur. Kacke! Das ist die große Frage, hole ich Melting Points oder nicht? Ich mach's einfach. Wir brauchen überall Instant Range. Ja, aber die Luftschlacht kann ich gegen ihn nicht gewinnen, das ist das Problem. Also ich muss irgendwie auf andere Einheiten gehen. Ich hole auf jeden Fall mal einen Crawler, denke ich. Das sieht sehr düster aus hier, ne? Keine Frage. Ich kann auch ein paar, ruhig ein paar Fangs mit rumeiern lassen. Einfach ein bisschen Verwirrung stiften in der Mitte. Ich habe gar nicht so viel Artillerie, von daher bringt das gar nicht so mega viel. Ich habe das Gefühl, dass hier an der Flanke einfach noch ein bisschen mehr Clear von den Panzern benötigt wird. Und diese Aussage kann man wahrscheinlich auf die andere Seite übertragen. Mein eigenes Level ist gerade gar nicht so wichtig. Ich könnte natürlich noch bald Einheiten leveln, aber machen wir mal nicht. Mal gucken, ob das so funktioniert. Er entscheidet sich für die Vulcans. War fast von auszugehen. Und setzt massiv auf Chuff Clear. Okay. Sehr schön, Wolken sind down. Der ist Level 3. Weiß ich nicht, ob ich das sehr schön finde. Ist die Frage, ob ich den Chuff down krieg. Antwort sieht eher nach vielleicht aus. Die Frage ist, ob mein Melting Point ist. Ja, lockt da ein. Okay. Sehr wichtig.
In der Downers habe ich gewonnen, die Runde. Ja, nicht ganz, aber habe ich gute Chancen, die zu gewinnen. Der hier ging schon auf den, ne? Die Raketen von dem gingen aber hier vor. Ich gehe mal auf den Amplifying Core und gebe das mal dem hier, hätte ich gesagt. Und jetzt halt die große Frage, wie gehe ich damit um, dass er hier auf die Collision setzt. Ich glaube, Reichweite ist essentiell auf jeden Fall. Darf halt keine Fehler mehr machen, ne? Das ist ein bisschen belastend. Wir machen mal den Move, dann kommt da das Feuer vor den, hätte ich gesagt. Und dann machen wir noch den Move. Ich gesagt, dann können die auch noch mal später reinkommen und setzen die Crawler ruhig mal bei ihm hinten rein. Weiß gar nicht, ob das so effektiv ist, was er da macht. Ich meine, er killt ein paar von meinen Mustangs vielleicht. Wespen hat er geedit. Sterben und der muss unbedingt sterben, der stirbt auch, sehr schön, okay, okay. Irgendwas läuft hier auf dem Crawler rum, perfekt. Okay, es reicht wohl also noch nicht ganz. Noch 1000 Leben über ungefähr. 100, okay. Ich glaube, dass die Hacker hier sehr wertvoll sein können, weil die einfach für Verwirrung sorgen bei ihm. Kann damit aber auch natürlich komplett auf die Nase fallen. Alles möglich. Den mal verkaufen sollen? Wahrscheinlich mittlerweile schon, ne? Aber wenn ich Geld brauche, kann ich es immer noch machen. Genau, irgendwelche Battlefield Skills kann er höchstens Öl spielen. Kann ich eigentlich auch mal machen. Der Gedanke gefällt mir. So, was möchte ich mal beeilen? Also. Reichweiten-Upgrade ausgeben, mehr Mustangs adden, den Reichweite geben, mehr Einheiten adden, Tanz machen, Schaden ausgeben, Upgrade ausgeben. Ja, mal gucken, wie gut es läuft.
Ja, sieht gut aus. Ja gut, ich meine, im Endeffekt ist halt einfach so, dass irgendwann die Overlords gegen Melting Points keine Chance mehr haben, ne? Hätte theoretisch auf die Reichweite gehen können, hätte er mich sogar outranged, ne? Vielleicht wäre das ein Plan gewesen. Also das, ja, wobei, es ist die Frage, die Overlords waren auch die ganze Zeit immer noch abgelenkt, das heißt, die kamen gar nicht unbedingt dazu, auf meine Melting Points zu schießen. Weiß gar nicht, auch gar nicht, wie effektiv die Crawler Production wirklich war. Aber es ist generell kein so schlechtes Upgrade, weil es immer ein bisschen für Verwirrung sorgt, was gerade gegen Overlords sehr gut ist. Den einen Vulcan hat er verkauft gehabt, sehe ich gerade. Hat den also so schlecht im. Okay, spannend. Hätte ich jetzt gar nicht gesagt, dass er so schlecht war. Er wollte halt hier primär auf die Phoenix setzen, dass die das rocken, ne? Was natürlich auch Sinn macht als Aerial SPC, ne? Und dann schon mit Level 4 Phoenixen. Ich meine, das ist schon ein Biest, ne? Mit plus 32, plus 40 Range, plus Nummer 10 durch das Aerial SPC, plus die 15 hiervon. Das summiert sich halt dann zu diesen 217 auf. Da kann keine meiner Einheit mithalten. Wenn halt meine Mustangs nicht gescheit los wird, und man sieht ja hier die drei neu geaddeten Mustangs. Und auch die vorher, die haben alle gelevelt. Also die Mustangs hatten richtig Spaß in dem Spiel. Und ja. Von daher hat das ganz gut geklappt. Und auch die Hacker, können wir kurz mal drauf gucken, haben was gemacht. Man hat ja auch gesehen, die haben hin und wieder einen Level 2 Panzer gehackt oder mal irgendwas anderes. Und das war nicht falsch. Ja. Ja, hier das Öl war wieder ganz nett, ne? Einfach das Feuer des Gegners nutzen. Ist immer sehr angenehm. Ja, early ein bisschen gestruggelt, einfach weil ich potenziell die. Also, ich würde mal. Im Nachhinein würde ich einfach sagen, die Phönixe waren ein Fehler. Einfach weil ich den Phönix-Fight eigentlich nie gewinnen kann auf Dauer. Ich habe immer die schlechteren Phönix, weil immer 10 mehr Reichweite haben wird. Das macht halt einfach beim Phönix-Duell unter Umständen viel aus, wenn es wirklich zum reinen Phönix-Duell kommt. Oftmals ist es natürlich noch Chuff, der die eine oder die andere Seite ablenkt, dann ist es nicht ganz so relevant. Naja. Vielleicht hätte ich in der Runde auf Marksman gehen müssen. Da hätte ich zumindest noch das Anti-Air-Upgrade verfügbar gehabt. Aber im Endeffekt war die solidere Antwort, waren die Melting Points. Weil Melting Points sind gut gegen Overlords. Melting Points sind auch gut gegen Phönixe. Auch wenn die von den Phönixen outranged werden. Die Phönixe killen die in der Regel nicht so schnell, dass die Melting Points in der Lage sind, die noch zu holen. Außer natürlich, wenn die Phönixe hier voll getaggt sind mit Electromagnetic Shot und allem, dann wird es auch für die Melting Points alleine schwierig. Aber die waren ja nicht alleine. Naja, ich glaube, genug gesabbelt. Ich sage danke fürs Zuschauen, gerne abonnieren lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.